Der Klimawandel schafft Wetterextreme und setzt Städte weltweit unter Stress. Lange Trockenperioden tragen zur Überhitzung der verdichteten Zentren bei. Und die Versiegelung der Böden kann bei Starkregen zu Überflutungen führen. Wasser wird zum Problem. Entweder es gibt zu viel oder zu wenig. Wir müssen auf jeden Fall sofort reagieren, dass wir nicht weiter das Wasser in den Kanal rennen lassen und gleichzeitig unsere Bäume vertrocknen lassen. Da geht die Schere immer weiter auseinander und die müssen wir wieder zukriegen. Das städtische Grün ist gefährdet und damit die Rolle der Pflanzen als Klimaregulatoren, die kühlen und Schatten spenden. Und aufgrund ständig steigender Temperaturen brauchen wir sogar mehr kühlendes Grün. Wie lässt sich der erhöhte Wasserbedarf der Pflanzen stillen? Woher soll der Nachschub kommen? Welche Alternativen zu Trinkwasser gibt es? Und wo kann auch zu viel anfallendes Wasser gespeichert werden? Das Projekt Interes I mit den Partnerstädten Frankfurt und Stuttgart will hier Anstöße für die Praxis geben. Ein Impulsprojekt findet sich in Stuttgarts Container City. Pflanzenranken an Baucontainern, ein Filterbecken und eine Zisterne. Das Impulsprojekt Stuttgart ist eine gebaute blau-grüne Infrastruktur. Wir versuchen damit, Probleme zu lösen, die entweder beim Grün anfallen und eine Herausforderung sind, wie zum Beispiel der Wasserbedarf in Trockenphasen, oder eben die beim Blau ein Problem darstellen, nämlich dass zu viel Starkregenereignisse, die dann auch noch gepuffert und gemildert werden müssen. Für das neue blau-grüne Bauprojekt zeichnet ein Team von Experten verantwortlich. Im interdisziplinären Austausch wurde die Anlage erarbeitet und umgesetzt. Die Pflanzen an der Wand werden auf besondere Weise bewässert. Die Herausforderung ist, dass das Wasser permanent, gerade wenn es trocken ist, da sein muss. Das heißt, wir nutzen Grauwasser. Das ist das Wasser aus Duschen und Handwaschbecken und das bereiten wir auf. Das Grauwasser haben wir permanent, das ist aber etwas stärker verschmutzt und muss stärker aufbereitet werden. Dazu können wir von Dachflächen natürlich auch sehr schön das Regenwasser nutzen, was logischerweise für Pflanzen eine sehr gute Qualität hat, aber eben gerade in trockenen Zeiten nicht permanent anfällt und wir haben hier einen Speicher für das Regenwasser. Um ihre optimale Kühlfunktion aufrechtzuerhalten, brauchen Pflanzen kontinuierlich eine bestimmte Menge Wasser. Das Impulsprojekt schont den Trinkwasserverbrauch, indem gereinigtes Duschwasser aus den Baucontainern und gespeichertes Regenwasser aus der Zisterne je nach Bedarf zugeführt werden. Die Zisterne hat zwei wichtige Funktionen. Einerseits die Speicherfunktion, das Bereithalten von Regenwasser, das ja nur immer wieder mal in Regenereignissen auftritt, für die Bewässerung. Und zweitens bei Starkregenereignissen eine Entlastungsfunktion für die Kanalisation zu bewirken. Deswegen ist es eine sogenannte Retentionszisterne mit zwei Volumenanteilen. Der funktionale Kern des Projekts ist ein bewachsener Bodenfilter. Die zwei mit Lavasand und Rheinsand befüllten Kammern werden vertikal durchströmt, um die unterschiedliche Reinigungswirkung zu vergleichen. Das Besondere ist, dass hier ganz viele Reinigungsprozesse zusammenkommen. Erstens, das ist der Haupteffekt, ist es ein biologisches System. Gar nicht so sehr die Pflanzen, die man da sieht, sondern es sind mehr die Bakterien im Boden, die die eigentliche Reinigung machen. Es ist aber auch, wie der Name sagt, ein Filter. Das heißt, chemisch-physikalische Prozesse kommen dazu, Adsorptionsprozesse, Absetzprozesse und so weiter. Und das kann für eine ganz große Stoffpalette dann eine sehr gute Reinigungsleistung geben. Genau das, was wir hier brauchen. Der Schilfbewuchs hat nicht nur einen klärenden Effekt aufs Wasser, sondern auch einen positiven aufs Mikroklima, genau wie die getesteten Fassadenbegrünungssysteme. Sie machen eine Klimaanlage überflüssig. Dieser Kreislauf, der ganz eng geschlossen wird, funktioniert auf der Seite, wo einfach die Aufenthaltsqualität besser wird, die Temperaturen in den Unterkünften sind nicht so hoch und auch das Ambiente ist angenehmer. Und auf der anderen Seite profitieren auch die Menschen, die hier im Stadtacker Urban Gardening betreiben. Wir haben eine große Zisterne, sie können auf jeden Fall auch immer von dem Regenwasser profitieren, so dass ich dann eben auch Pflanzenproduktion unterstütze. Welchen Nutzen hat das Projekt für die Stadt als Ganzes? Welche Impulse gibt Interes I ganz konkret?
Das Tolle an dem Impulsprojekt ist, dass wir gelernt haben, dass es funktioniert. Ja, wir sind damit in der Lage, das Bauwerk und letztlich auch die Umgebung zu kühlen, ja, in dieser Kombination Blau-Grün. Und da besteht die Möglichkeit, das sowohl am Einzelgebäude im Neubau zu machen, als auch in der Stadtentwicklung, also systematisch ein ganzes Neubaugebiet entsprechend auch zu planen. Die blau-grüne Infrastruktur des Impulsprojekts hat sich bewährt. Gerade auch in der gemeinsamen Arbeit der beteiligten Disziplinen. Was wir hier wirklich zeigen konnten, ist, dass blaue Planer und grüne Planer von zwei Seiten zusammenkommen, sich gegenseitig befruchten und so eine neue Synergie entsteht, die dem einzelnen Menschen, dem einzelnen Bauwerk und der ganzen Stadt zugutekommt. Wir müssen grüne und blaue Infrastrukturen gemeinsam denken, planen und umsetzen. Und wir müssen aufhören, kostbares Trinkwasser für Bewässerungszwecke und untergeordnete Zwecke zu nutzen, sondern da gibt es genügend lokal verfügbare alternative Wasserressourcen. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt die nächsten Schritte gehen müssen, dass wir in größere Skalen gehen müssen und dass wir das sowohl in die Fachplanung für uns die Siedlungswasserwirtschaft als auch in die Stadtplanung einbringen müssen. Wir haben als Vision, möglichst viel Grün in die Stadt zu bringen, eine Art grüne Hülle für die Stadt, die kühlt, die Oberflächen schützt und den Wärmespeicher reduziert. Und wir haben hier in diesem Impulsprojekt gesehen, dass es im Kleinen funktioniert. Die Herausforderung für die Stadt ist einfach, das in die Fläche auch zu übertragen. Das Impulsprojekt Stuttgart von InteresI weist in die urbane Zukunft, wo die Stadt lebenswert, CO2-neutral, klimaangepasst, energie- und ressourceneffizient sein wird.